Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute zeige ich euch, wie man aus diesen Templates, mal abgesehen von diesen Templates, einen eigenen First-Person-Character aufbaut. Ja. Ihr habt ja ein paar Templates hier liegen, ja. Die könnt ihr nutzen, zum Beispiel wenn ihr ein Autospiel programmieren wollt, dann könnt ihr ein Vehicle-Template oder First-Person. Aber wir wollen mit dem Blank-Project anfangen, ja. FPS. Ja, Character, ja, FPS nennen wir das mal. So, wir sind jetzt im Blank Project. Dazu gehen wir auf New und erstellen ein neues Level, ja, und wählen hier Basic. Ja, jetzt sind wir im Basic Menü quasi. So, jetzt brauchen wir Folgendes. Wir brauchen erst einmal Game Mode, ja, rechte Maustaste, Blueprint Class, Game Mode, ja, und schreiben wir hin, GM mein Level. Ja. GM mein Level. Der Game Mode bestimmt alle anderen Oberklassen, ja. Welche Klasse in dieser Game Mode quasi benutzt wird. Und in diesem Game Mode wollen wir Folgendes konfigurieren. Wir gehen erstmal raus und erstellen eine Character-Klasse. Ja. Im Moment haben wir ja keinen Character, wir müssen uns eins erstellen. Gehen auf rechte Maustaste, Blueprint Class und gehen auf Character und schreiben hier hin BP Character. Genau, und der BP Character hat Besonderheiten, er ist eine Unterklasse von Pawn und hat schon mal ein Capsule Component, eine Collision, ein Arrow, Mesh und eine Movement Komponente. Ja, und erst einmal gehen wir zum GM Main Level. Und gehen zu Default Pawn und schreiben hier hin BP Character. Ja? Das, was wir eben gerade als Character erstellt haben. Dann nimmt er diesen Pawn, diesen Default Pawn als BP Character, den wir wollen. Jetzt gehen wir noch in Edit, Project Settings, Maps and Modes, Selected Game Mode und dann nehmen wir unseren Game Mode, GM Main Level. Und dann haben wir hier Default Pawn Class BP Character. Genau, das wollten wir auch erreichen. So, jetzt haben wir den Game Mode erstellt. Jetzt gehen wir zum BP Character. Jetzt, wenn wir auf Play drücken, dann können wir quasi nichts kontrollieren. Es gibt weder eine Kamera, die wir kontrollieren können, noch sonst was. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Kamera. Dann gehen wir auf Add und schreiben hier in Kamera. Ja. Kamera. So. Kamera können wir ein bisschen höher setzen. Ihr müsst euch so vorstellen, das ist quasi der Körper des Charakters. Den sieht man ja beim First Person so nicht. Und die Kamera. So. Genau, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt machen wir die Movements, also die Bewegungssteuerung. Erst einmal, ich möchte eigentlich nicht verschiedene Steuerung mappen, sondern einfach gerade raus WASD, ja. Also Keyboard WASD W, da ist schon W. Also sobald ich die Taste W drücke, passiert Folgendes. Ach nee, das kann ich so nicht machen. Also genau, Move Forward haben wir auch nicht. So, also wir machen Folgendes. Wir müssen erstmal mappen, ja. Also wir gehen auf Project Settings, Edit Project Settings und hier auf Input. Und hier müssen wir auf die Axis Mapping machen. Ja? Jetzt müssen wir unsere Steuerung eintragen. Und zwar, was soll passieren? Mit vorwärts laufen. Das heißt vorwärts. Ja? Und diese Taste soll W sein. Und dann drücken wir hier nochmal und schreiben die S-Taste, geben die S-Taste ein und das ist dann nicht Scale 1, sondern minus 1. Ja? Jetzt machen wir hochschauen, ja, und das ist Maus Y, ja, und genau. Ja. So. Jetzt wollen wir nochmal links und rechts. Rechts laufen.
rechts laufen, so machen wir links, links laufen und rechts laufen, wisst ihr ja wie es ist, das ist dann D. Also wir haben folgendes, wir haben Vorwärtslaufen mit W, Rückwärtslaufen, das muss ja mit negativem Wert benannt werden. Maus Y ist hochschauen. Wir brauchen auch noch links und rechts schauen, ja? Beziehungsweise 1. Links schauen. Ja, links schauen. Ja, und dann schreiben wir hier hin Maus X. Ja? So. Also vorwärts, rückwärts hochschauen, links laufen, links schauen. So, jetzt gehen wir wieder in den Charakter und schreiben hier hin vorwärts. Ja, vorwärts. Oh. Genau, da ist ja unser Access-Event. Vorwärts. Und jetzt jedes Mal, also wir haben ja den hier mit W belegt. Und dieser Wert, ja, nimmt maximal den Wert 1. Und wenn ich ihn drauf drücke, wird bei jedem Tick quasi dieser Wert ausgegeben. Und der soll dann quasi unseren Charakter nach vorne befördern. Add Movement heißt es dann. Add Movement Input. Ja. Und wo, also Target ist ja der Pawn selbst. World Direction, in welche Richtung? In welche Richtung wollen wir das machen? Indem wir schreiben Get Actor Forward Vector. Ja? Das ist quasi der Actor, also Character ist ja ein Actor und dazu den, ja, den Forward Vector, quasi den Vector, der in, geradeaus schaut, ja, richtet. So, vorwärts. So, das müsste schon mal klappen, wenn ihr auf Compilen geht und Play. Sehr gut. Ah, genau. Da müssen wir den Scale Value hier eintragen und dann wieder auf Play. Und wenn wir hier auf Vorwärts drücken, dann passiert irgendwas. Also mit W geht er nach vorne, mit S geht er nach zurück. Aber. Genau. Mit W geht er vorne, mit S geht er zurück. So. Was haben wir noch für ein Mapping gehabt? Schauen wir uns erstmal links laufen ein, links seitlich laufen, ja. Links laufen, da ist ja auch unser Axis Event, nicht Axis Value, Axis Event. Und dann schreiben wir Schritt Get Actor Forward Vector, ja, Get Actor, ja, Left, nee. Es gibt Right Vector, ja. Okay, das ist jetzt irreführend. Hier habe ich links laufen geschrieben. Löschen wir das mal. Löschen das hier auch. Ja. Und schreiben hier hin. Rechts laufen. Ja. Und nehmen das als D und nehmen das andere als A minus 1. Negativ. Ja. So. Also. Rechts laufen, Access Event. So, dann schreiben wir, nehmen wir einen Pin raus und schreiben Add Movement Input. Und die Direction ist Right Vector. Und der Scale ist vom Input, ja. Compilen wir, gehen auf Play, vorwärts, rückwärts geht, W und S, jetzt D und A. Jetzt müssen wir nur noch mit der Maus umschauen können. Das machen wir folgendermaßen. Hochschauen. Hochschauen. Also hochschauen. Access Event. So, jetzt müssen wir hochschauen. Also was brauchen wir dazu? Wir müssen die Kamera quasi, wenn wir hier auf diese Rotation gehen, müssen uns so drehen können. Ja? Das ist quasi das Y. Und der Y heißt hier Pitch. Ja? Ja, Pitch. Das heißt, Add Controller Pitch Input. Ja? Und den nehmen wir hier rein und Access Value ist hier.
Also jetzt müssten wir nach oben und unten schauen können. Genau, das geht nicht. Warum nicht? Weil das ein Controller-Befehl ist und der Controller hat im Moment keinen Zugriff auf den Yaw. Und den können wir, also die Rotation, und den können wir erlauben, indem wir auf die Kamera gehen. Die Kamera muss sich ja und klicken hier Use Pawn Control Rotation auf True. Ja? Und wenn wir jetzt auf Compile gehen, auf Play, dann kriegen wir schon ein Hoch und Runter. So, aber das ist jetzt spiegelverkehrt, weil er jetzt, wenn er nach oben geht, jetzt müssen wir eigentlich quasi nur noch das Mapping statt 1 hier minus 1. Oder ihr könntet alternativ auch diesen Wert mal minus 1 nehmen. Ja, das ist ja auch möglich. So, gut, gucken wir mal, ob es funktioniert. Play, genau, es funktioniert. Vorne, ne? Rechts, links und oben unten in Rotation geht. So, jetzt hatten wir noch eine andere. Links schauen, hier Access Event. So, da hatten wir Pitch. Jetzt müssen wir diese Rotation erlauben. Und diese Rotation heißt, das ist blau Z und das ist dann Yaw. Ja, gehen wir auf Event Graph, Add Controller Yaw Input. Ja. So, und dann verbinden wir die Werte, Compile und Play. Und es funktioniert wunderbar. Natürlich, wenn das irgendwie zu empfindlich ist, könnt ihr natürlich die Werte hier mal 0,1 oder 0,6 nehmen. Ja, zum Beispiel könnt ihr hier schreiben, zieht einen Pin raus, geht auf Stern, das ist dann Multiply. Ja, oder Multiply könnt ihr eingeben und schreibt hier statt 0,3. Das ist quasi 30% der Geschwindigkeit, die ihr dann normalerweise habt, ja, dann ist es ja auch viel, viel langsamer, ja. Wenn ihr ein Horrorspiel habt, dann wäre es besser, wenn ihr es langsam macht, aber wenn ihr so einen First-Person-superschnellen Shooter habt, dann wäre es schon hilfreich. Oder den könnte man als Editable Variable nehmen und ändern, auch im Menü später. Ja, eigentlich war es das schon, ja. Also ihr habt jetzt quasi euer eigene Character Blueprint erstellt und mit Movements versehen. Ihr könntet auch Jump Note einfügen. Jump Note ist auch ganz, ganz einfach. Das ist, also Axis ist permanent, bei jedem Tick wird der Wert eingegeben und Axis ist meistens so einmalig. Ja? Das könnt ihr zum Beispiel beim Action Mappings, meine ich, einmalig. Und da könnt ihr schreiben Springen, ja, Springen. Und auf die Taste Leerzeichen, ja, wie gewöhnlich, und rechte Maustaste springen, ja, und da gibt es so eine vorgefertigte, ja, Note, nennt sich Jump oder Stop Jumping, ja, und ja, und dann habt ihr schon eine Springfunktion. Ja, das war es eigentlich soweit. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich danke nochmal fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.